Heute zeige ich dir, wie du aus nur 16 Rohtracks eine fette Hardrock-Produktion machen kannst. Los! Wenn es darum geht, einen fetten Sound zu bekommen, hörst du meistens Ratschläge wie, du musst deine Gitarren doppeln oder trippeln oder richtig fett aufnehmen, richtig groß aufnehmen, du brauchst mehrere Doppelungen, du musst deinen Leadgesang, deinen Leadsänger mehrfach einsingen lassen, um die Stimme möglichst fett zu bekommen. Und am besten wechselst du am Schluss auch noch deine Drums aus durch bessere Samples, wenn die Mikrofonierung nicht so gut war, damit du am Schluss einen richtig fetten Sound bekommen kannst. Und du musst möglichst viele Spuren aufnehmen, musst die stacken, damit der Sound groß und breit und modern wird. Quark. Es stimmt nicht, dass du viele Spuren brauchst, um eine große, moderne, fette Produktion machen zu können. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei einer Gitarre, wie ich dies jetzt gleich in einem Hardrock-Projekt zeigst, wenn du mit deiner Gitarre schon einen geilen Sound hast, wenn du dir Mühe gibst und dir Zeit lässt, dass dein Sound schon so richtig geil klingt, dann brauchst du deine Gitarre nicht zu doppeln oder zu trippeln, rechts und links, sondern dann reichen in der Regel bei so einer Produktion jetzt zwei, eine links und eine rechts. Und du brauchst nicht noch mehr Gitarren übereinander zu stacken, um einen fetteren Sound zu bekommen. Wenn du gutes Equipment hast und natürlich auch wenn die Performance gut ist, dann brauchst du später ein schlecht oder mies aufgenommenes Drum oder ein Drum, das mies klingt, weil das Trommelfell seit 2 Jahren nicht gewechselt wurde, dann brauchst du das auch nicht auszuwechseln, sondern es klingt das auch geil. Also Fakt ist, wenn du beim Recording alles richtig machst, wenn dein Arrangement gut ist, dann brauchst du nicht viele Tracks, um fett zu klingen. Dann reichen wie in diesem Beispiel jetzt sogar 16 Tracks aus, um eine richtig fette Produktion zu bekommen. Wie das geht und auf was du achten musst, das zeige ich dir jetzt im Projekt. Los geht's. Hören wir erstmal in den Mix rein. Okay, also recht heftiger Hardrock-Mix hier. Geht schon Richtung Metal eigentlich, eher würde ich fast sagen. Und jetzt schauen wir mal, was habe ich jetzt gemacht, um diesen Mix jetzt groß zu bekommen. Es sind, wie gesagt, tatsächlich nur 16 Rohspuren. 16 Rohspuren habe ich bekommen und die versuchen wir jetzt so groß wie möglich zu machen. Einerseits, weil es ja relativ wenige Spuren nur sind und andererseits, weil es hier zusätzlich noch ein Hardrock-Song ist und den müssen wir natürlich möglichst fett bekommen. Um zu sehen, wo ich hergekommen bin, mache ich mal alle Plugins aus, dass du hören kannst, wie dieser Mix geklungen hat, also wie diese Rohspuren geklungen haben. Und jetzt hörst du praktisch nur den Rohmix mit der groben Volume-Balance oder Lautstärke-Balance der einzelnen Spuren untereinander, ohne ein einziges Plugin, im Prinzip ohne Bearbeitung hier jetzt. Das klingt wesentlich dumpfer, die ganze Angelegenheit, und da musste ich einiges machen. Ich zeige dir jetzt im Einzelnen, was ich gemacht habe. Das Erste, was ich gemacht habe, ist hier, ich habe angefangen mit Greg Wells Mixcentric. Greg Wells Mixcentric ist so ein Multifunktions-Plugin, das eine EQ-Kurve hat, einen Kompressor und Saturation mit hinzugibt, und das hat so diesen Effekt, wenn du so ein bisschen einen Schleier von deinem Mix ziehst und das alles automatisch besser macht, kannst du so ein bisschen Glanz eigentlich mit dazu geben. Und wenn du schon Videos von mir gesehen hast, dann siehst du, dass ich hier dieses Greg Wells Mixcentric wesentlich extremer eingesetzt habe, weil der Referenztrack, den ich benutzt habe, also ich habe mir einen Hardrock-Referenztrack geholt und ich habe gehört, dass der viel in den Höhen, also viele Höhenbetonte ist. Und deswegen habe ich hier zunächst mal mit Greg Wells Mixcentric jetzt gearbeitet, und das hören wir uns jetzt mal kurz an, was dabei rauskam. Also wesentlich höhenbetonte hier, und das klingt jetzt, wenn man es jetzt so anhört, am Anfang ein bisschen krass ist mal, aber es klingt tatsächlich viel näher schon dran an der Frequenzkurve von dem Referenzmix. Das Zweite, was ich gemacht habe hier im Mixbass, ist ein bisschen Saturation.
mit dazu gegeben. Hier diese Soft Saturation. Das ist hier so ein Native Plugin von Logic. Hören wir uns das auch einfach mal an. Färbt den Sound so ein bisschen angenehm durch diese Soft Saturation hier. Der Sound wird so ein bisschen, ja, einfach angenehmer, ein bisschen mehr analog richtungmäßig, so ein bisschen blumiger, ein bisschen wärmer einfach die ganze Sache. Das nächste, was ich gemacht habe hier, ist, wir gehen ganz schnell durch, ist das Kramer Master Tape. Einfach Tape genommen, und zwar um im Bottom End von diesem Gesamtmix hier noch ein bisschen mehr Wumms zu kriegen. Und das klingt dann so. Hört man sehr deutlich, wird die ganze Sache ein bisschen dreckiger. Ich habe hier von der Bandgeschwindigkeit 7,5 Inches per Second genommen, weil es beim Mastering besser ist, wenn du diese langsame Bandgeschwindigkeit nimmst, weil du dann eher die, das Low-End betonen kannst oder besser rausholen kannst. Aber ich denke, das hat man hier jetzt, hast du hier jetzt ganz deutlich gehört, dass hier im Low-End durch diese Bandmaschine ordentlich mehr Wumms bekommst. Dann habe ich noch ausgeglichen mit Bass Room und mit einem Match EQ an die Frequenzkurve angepasst. Also Bassroom ist ein Plugin, das hier kann ich eine Referenz wählen und der passt dann dein Low-End an oder kann dir helfen, gerade auch wenn du mit Kopfhörern mischst, dein Low-End anzupassen. Wenn dich das interessiert, da schaust du mal in meinen Plugin-Reviews, da habe ich auch schon, dieses Plugin habe ich auch schon besprochen. Und dann einfach ein bisschen Match EQ zum Schluss, bisschen an die Referenzkurve, also das heißt ein bisschen ziemlich stark an die Referenzkurve des Mixes angepasst. Und hören wir jetzt nochmal den direkten Unterschied an von der Mixbass-Bearbeitung, also mit Mixbass-Bearbeitung und ohne. Wir gehen jetzt nochmal ohne Mixbass-Bearbeitung rein und dann lade ich alle Plugins direkt rein. Kannst du über die Mixbass-Bearbeitung kannst du schon sehr, sehr viel machen und kannst sehr viel rausholen. Auch in dem Fall, weil das Arrangement jetzt so klein ist, weil wir nicht so viele Spuren haben und weil es Hardrock ist, habe ich jetzt hier ein bisschen härter zugelangt bei den Plugins hier, als ich es normalerweise getan hätte. Jetzt gehen wir mal in die Einzelinstrumente, weil ich ja im Intro gesagt habe, wenn du weniger Instrumente hast, dann kannst du die Instrumente natürlich größer darstellen als bei einem Arrangement, wo jetzt 60 Instrumente, wo du jetzt 60 Spuren hast, dann musst du mehr Platz schaffen für jedes einzelne Element, weil die sich sonst in die Quere kommen. Ich habe jetzt hier aber nur 16 Spuren, insofern kann ich Feuer geben und kann jedem einzelnen Instrument wesentlich mehr Raum geben. Wir hören das mal bei den Drums kurz an, weil das ist sehr interessant, finde ich. Wir hören uns die Drums jetzt mal an. Zunächst mal ohne Plugins und dann, was ich draus gemacht habe. Also das hier ist das, was ich bekommen habe an Rohspuren. Ich schalte die Plugins gleich zu. Ist schon wesentlich mehr Alarm. Ich habe die Drums wesentlich größer, wesentlich fetter gestaltet, als die Rohrspuren, die ich hier gekriegt habe. Und habe hier nicht zu knapp gespart. Wie gesagt, weil ich den Drums hier viel Platz geben konnte. Ich kann jetzt nicht alles im Einzelnen zeigen, aber ich zeige dir mal hier mein neues Schätzchen. Das habe ich letzte Woche besprochen, dieses Plugin hier. Das ist der iHeart NY von Baby Audio. Ein Kompressor, mit dem du sehr, sehr zügig den New York-Style Parallel Compression hinbekommst. Und da zeige ich dir einfach mal, was dieses Plugin macht. Also diese aggressive Kompression kannst du hier sehr, sehr schnell erreichen mit diesem Plugin, ohne dass du extra jetzt noch einen zusätzlichen Aux-Track oder sowas hier aufsetzen musst und das manuell machen. Also das gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Wir schauen jetzt auf jeden Fall nochmal die Kickdrum an, weil es geht, wenn du Instrumente groß machen möchtest oder gerade auch Drums groß machen möchtest, es geht nicht in erster Linie um irgendwelche coolen Kompressoren,
sondern es geht hauptsächlich da auch um EQ-Bearbeitung und nicht um irgendwelche tolle Kompression oder Wunder-Plugins. Und ich finde, man hört das jetzt hier ganz gut an der Kickdrum. Wir hören uns die Kickdrum jetzt solo an, und zwar schalte ich meine EQ-Bearbeitungen zunächst mal aus. Da hörst du den Unterschied sehr deutlich. Also das ist das, was ich bekommen habe. Jetzt EQ an. Also hier kannst du mit EQ schon extrem was machen. Du hast den Unterschied jetzt extrem gehört. Das ist hier für mich ein ganz gutes Beispiel, wie du mit, wie wichtig der EQ ist und wie viel wichtiger ist als irgendein toller neuer Kompressor oder irgendein tolles neues Multi-Effekt-Plugin, mit dem du da irgendwie dir mit einem Klick irgendwie einen tollen Bassdrum oder insgesamt einen Sound zaubern kannst. Es ist die gute alte manuelle, die oldschool manuelle EQ-Bearbeitung, mit der du schon so viel rausholen kannst. Ganz kurz nochmal vergleichen. Also ohne EQ-Bearbeitung. Mit. Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe jetzt hier natürlich auch extrem angehoben. 60 Hertz um die 9 dB. Das ist einfach, weil es hier ist, ich kann mich hier wirklich auch austoben wegen der schmalen Instrumentierung und auch, weil es ein Hardrock-Drumkit ist. Das heißt, ich habe hier 60 Hertz einfach, um im Bottom-End das Ding richtig fett zu bekommen und richtig aggressiv zu bekommen. 500, einfach ein bisschen Mumpf rausgezogen. 5000 Hertz war der Anschlag vom Bassdrum-Schlägel und dann hier einfach noch ein bisschen die Höhen angehoben, um die Sache insgesamt noch aggressiver zu kriegen und ein bisschen mehr Air hier reinzugeben. Also die gute alte EQ-Bearbeitung, damit kannst du hier schon ganz viel rausholen. Dasselbe bei der Snare-Drum kannst du auch mit EQ schon extrem viel machen. Hör uns auch nochmal kurz an, auch nochmal kurz rein hier, mit und ohne EQ. Auch Oldschool EQ-Bearbeitung. Brauchst keinen tollen Kompressor oder keinen Zauber-Plugin. Viele Snare-Drums, nicht alle, aber oft haben die Snare-Drums hierbei einfach um die 200 Hertz ihren Grundton oder ihren Bauchton, wo sie richtig fett klingen. Auch wird hier ein bisschen was rausgenommen, um die 500. Und dann hier ordentlich angehoben um 6000, wo das Anschlagsgeräusch war. Ganz normale, manuelle Snare-Drum-EQ-Bearbeitung. Nochmal reinhören. Und da kannst du schon sehr, sehr viel rausholen. Ja, das wird auch nochmal spannend. Und zwar kommen jetzt die Gitarren. Die waren ja richtig geil schon aufgenommen. Und das zeigt, wir hören jetzt mal rein. Geil. Also völlig geil. Und auch das zeigt wieder, du brauchst kein riesiges Arrangement mit getrippelten und gedoppelten Gitarren, überhaupt gar nicht, wenn der Sound gut ist und wenn der Sound fett ist. Und da fallen mir immer wieder die Hardrock-Menschen und die Metal-Menschen oder Gitarristen auf. Die haben schon so geile Sounds, da brauchst du gar nicht mehr viel zu machen. Und die doppeln oder trippeln oder was weiß ich was, Gitarren brauchst du nicht, haben die hier auch nicht gemacht, ja. Du siehst hier, ich habe in den Gitarren hier überhaupt nichts gemacht. Keine EQ-Bearbeitung hier, weil die Gitarren haben so schon gut geklungen. Ja? Es ist jeweils eine Gitarrenspur und die haben sie gedoppelt. Fertig ist die Laube. Es sind nur 4 Gitarren und nicht irgendwie 8 oder 12 oder was weiß ich, wie viel gedoppelte Gitarren, die du da immer brauchst und wie du immer wahnsinnig viele Spuren brauchst. Das zeigt auch wieder, wenn du in der Aufnahme alles richtig machst, wenn du dir saubere Sounds raussuchst, wenn du das gewissenhaft machst, dass du beim Recording schon, weil Recording gehört zum Mixing-Prozess dazu, wenn du schon geile Gitarren-Sounds hast oder geile Drum-Sounds hast, dann brauchst du einfach nicht mehr so viel zu machen. Ja, dann passt das schon so und der Mixer ist, vor allem Mischer ist in dem Fall froh, muss nicht mehr viel machen, das klingt schon geil. Was ich hier gemacht habe, ist auch wieder mein Schätzchen hier, iHeart and I, einfach um die Gitarren nur so ein bisschen, also ich habe sie auf den Boost geroutet und habe sie ein bisschen versucht, ein bisschen mehr zusammenzupressen, auch durch diese Parallel Compression und auch einfach natürlich, um ein bisschen mit dem Kompressor herumzuspielen, dass einfach eine Spur spitzer nochmal wird und das klappt mit dem auch richtig gut. Nochmal hier, wenn sie ein bisschen perkussiver spielen. Ja.
jetzt nicht so arg viel, ist subtil, aber so ein klein bisschen mehr Biss können wir da aus den Gitarren noch rausholen. Und ansonsten gar nichts gemacht. Also denkt auch immer dran, das Recording ist wichtig. Lasst euch Zeit dafür. Die Zeit, die ihr euch beim Recording nehmt, da spart ihr dann Zeit beim Mixing oder beim Abmischen. Erspart euch viel Ärger. Die Vocals waren jetzt gar nicht so tragisch. Das ist auch nur... Die waren auch sehr gut aufgenommen. Übrigens, hier ist ein Local-Filter und ansonsten habe ich die EQ gar nicht bearbeitet. Braucht man auch nicht. Auch hier wieder. Nehmt es gescheit auf, nehmt es später wenig abmischen. Übliche 2 Kompressoren hier gestackt, habt ihr auch schon oft gesehen bei mir. Und dann noch ein bisschen Hall. Und das war die Sache. Noch ganz kurz zu den Effekten. Der gesamte Mix hat jetzt so schon recht fett geklungen. Also ich habe die Mix-Bass-Bearbeitung gemacht und dann habe ich noch die Einzelspuren hier bearbeitet. Entschuldigung. Also erst Mix-Bass-Bearbeitung, Top-Down-Mixing-Prozess und dann habe ich die Einzelspuren hier bearbeitet. So arg, besonders viel musste ich gar nicht machen. Es ging relativ zügig, bis auf die Drums. Die haben ganz schön viel Arbeit in Anspruch genommen, um die richtig fett zu bekommen. Aber gut aufgenommenes Material hat nicht so lange gedauert. Was ich dir jetzt noch zeigen möchte, ist, wie du auch so einen Mix, der nicht so groß instrumentiert ist, wie du ihn breiter bekommen kannst, und zwar durch dieses Global Reverb, also ein Reverb, das sich auf alle Spuren einsetzt. Ich habe hier einfach ein Raumverb eingesetzt, ein kleines, und habe alles darüber laufen lassen. Es ist gar nicht so wahnsinnig groß, gar keine so wahnsinnig lange Decay-Zeit, aber ich mache das mal jetzt aus und dann mache ich es an hier, das Raumverb. Da laufen alle Spuren, schicke ich einen Anteil dahin von allen Spuren und da wirst du den Unterschied merken, wie du den Mix dann nochmal insgesamt ein kleines bisschen größer bekommst. Probieren wir es mal aus. Vielleicht mal hier. Durch dieses Room Reverb, durch dieses Raum Reverb, gibt es einfach nochmal so 10% mehr Schub, sag ich mal, dass die ganze Sache so ein bisschen größer wird. Du kannst das Room Reverb hier mal einfach anhören. Hier auf den Drums zum Beispiel, was für einen Unterschied macht. Also 10-15% mehr Hype ist das dann nochmal und ein bisschen fetter. Ganz gut kann man es auch auf den Gitarren hier hören. Mache ich auch nochmal das Reverb aus und dann an. Es ist nicht viel, aber es gibt einfach mal nur so ein bisschen mehr Schub von unten und macht die ganze Sache noch ein bisschen fetter insgesamt. Und dann hast du einen Mix, der nur 16 Spuren hat, der aber ordentlich fett klingt. Wenn wir nochmal reinhören hier. Okay, also ich finde, da kann man einiges mitmachen und mir persönlich macht es auch mehr Spaß, tatsächlich Projekte abzumischen, die nicht vollgepackt sind mit was weiß ich wie viel Spuren. Und ich mische lieber, 16 Spuren ist jetzt extrem wenig in dem Fall, aber ich mische lieber 24, 30 Spurprojekte ab und kann mich da schön auf jedes Instrument konzentrieren. Und kann das optimal rausholen. Wenn du dich jetzt trotzdem dafür interessierst, wie du große Projekte handeln kannst und wie du den Überblick behalten kannst bei einem Projekt, das jetzt 78 Spuren hat, dann empfehle ich dir mal dieses Video hier unten. Das kannst du mal anklicken. Da zeige ich dir, wie du dir so ein Riesenprojekt organisieren kannst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Kommentar, einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann aus Frankreich. Ciao, ciao.